Willkommen zum letzten Fall Fieberträume. Holmes, da sind Sie ja endlich. Kate ist verschwunden. Was? Sie ging zum Unterricht, aber die Lehrerin sagte, sie sei nicht erschienen. Mrs. Hudson! Sie ist los, um die Leute in der Gegend zu fragen. Wir müssen Kate finden. Ich hoffe, sie ist bald zurück, Holmes. Und... Kate! Bist du hier? Nicht jetzt. Aber ist Kate bei... Alice? Abgeschlossen. Warum? Wo ist Kate? Kate! Warum steht der Schrank offen? Warum? Warum steht der Schrank offen? Der Kleiderbügel. Ich habe Lieblingskleider mitgenommen. Was war hier los? Gehen Sie schon aus dem Koffer, Kofferfeld. Sie hat hier etwas geschrieben. Sie nahm ihr Tagebuch mit. Kate hat gepackt und ist gegangen. Ich verstehe es nicht. Was war das? Das Geräusch kam aus Alice' Wohnung. Alice! Kate! Kate! Wo bist du? Oh shit. Oh shit. Meine Tochter. Ihre Tochter? Sie haben keine Tochter, Mr. Holmes. Mein Gott, was haben Sie meiner Tochter angetan? Was Ihnen nie gelang, Sie glücklich gemacht. Es ist mir egal, was Sie denken. Wo ist Kate? Sie narr. Sie nützen ihr nichts. Warum die Mühe? Na. Oh. Holmes, aufhören. Ich werde Sie zwingen. Nicht nötig. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten. Ich kümmere mich um Sie. Reden wir nochmal mit ihr. Oder gucken wir sie an. Wütend. Zugfahrkarte. Highgate. Weiße Spuren, hat Kreide benutzt. Bei meinem letzten Besuch sah es hier irgendwie anders aus. Es fehlt hier irgendetwas. Das Bild. Das Porträt, Kerze mit dem Stuhl. Grimoire. Auswahl ist nicht richtig.
Phonograph. Nein, meine Spiegel. Nein. Spiegel. Rollstuhl. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Schrank. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Und Beschwörungstisch. Meine Auswahl ist nicht richtig. Das war's, was ich oben gehört habe. Nein, mein. Was ist es denn? Was fehlt? So. So, Rollstuhl nehmen wir weg. Ist die Wiege noch da? Ja. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Ist der Spiegel noch da? Nein, das Spiegel ist, glaube ich, nicht mehr da. William Hamiltons Porträt. Das ist auch nicht mehr da. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Ist der Spiegel wirklich nicht mehr da? Der Schrank ist noch da. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Der Phonograph ist nicht mehr da. Kerzen im Stuhl sind. Nein. Ich habe auch keine Ahnung. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Nein, meine. Damit ändern Sie gar nichts, Mr. Holmes. Das Porträt von Alice Vater, William Hamilton und einige Sachen, die für eine Seance nötig sind, fehlen. Porträt von Alice Vater. Gegenstände für Seance. Seance mit Vater. Fahrkarte nach Heige. Trauerkleidung. Friedhofsbesuch. Familiengruft. Aha. Die Spur führt zum Friedhof. Watson, behalten Sie sie im Auge. Damit ändern Sie gar nichts, Mr. Holmes. Genau, Watson. Kate! Bist du hier? Kate, was hat sie in der Mitte von Alice hat dieses Buch für das Ritual hier. Diese Kerzen brennen schon seit fast 3 Stunden. Hier wurde der Vater von Alice bestattet. Gehe zum alten Friedhof. 4 anderen. Gelehrter der Weg. Buddelnder Riese. Was ist hier? Lesen wir mal. Ich bin mit Alice auf dem Friedhof. Wir werden mit ihrem Vater sprechen. Zeromin macht mir natürlich Angst, aber ich bin auch sehr gespannt. Ich sollte mich nicht fürchten, denn das, was noch geschehen wird, wird noch furchterregender sein. Sie ist so schön. Sie hat die Kerzen vorbereitet, das Porträt. Sie sieht so entspannt aus. Ich zittere am ganzen Körper und kann es nicht unterdrücken. Sie fängt an, sie ruft ihn, sie wendet sich nach innen und fängt zu murmeln an. Ich verstehe sie nicht, da sie in einer fremden Sprache redet. In beiden Händen hält sie Kreidestifte. Ich zittere und kann nichts dagegen tun.
Ihre Augen sind vollkommen weiß, sie bewegt sich ruck- und krampfartig, ganz wie jemand, der sich in Todesschmerzen windet. Sie sieht mich nicht. Sie fängt an, als erst zu sprechen. Es ist ganz schrecklich. Ich muss weinen. Mit ihren Kreidestiften kritzelt sie den ganzen Boden voll. Wo finden wir ihn, Vater? Zumutet. Verfluchtes Biest! Kates Koffer? Warum hat sie ihn hier gelassen? I don't know. So, hier sind wohl die anderen Leute. Opfer von Blei. Und finde die Gruft. Diese Wörter bilden alle einen einzigen Hinweis. So, finden Sie Kate, untersuchen Sie Gruft von Alice Vater. Ja, das werde ich machen. Kate! Oh, oh shit. Gott. Das ist Alice Vater. Schlangennest und Verschwörung im Bezirksrang Victor. Ja. Das ist Alice Vater. Mumifiziert. Ah, Saint Victor anscheinend. Eine Karte der britischen Flüsse. Madame Destiny. Eine Laterne. Alice bewahrt die Sachen ihres Vaters hier auf. Selbst die Truhe von seinem Boot. Hier schläft Alice. Alice ist nicht nur seltsam, sie ist geisteskrank. Hoffentlich hat Kate das nicht gesehen. Diese Hexe Alice hat meine Tochter weitergeführt. Sie sind diesem Hinweis hier gefolgt und sind zum alten Friedhof gegangen. Okay. Old Cemetery. Da wollen wir hin. Halte durch, Kate. No. Geht zum alten Friedhof und finde die Gruft in der Mitte von vier anderen. So, geht's hier lang? Wo? Ich muss mich an die Details über die Personen erinnern, die hier auf dem Friedhof begraben sind. Okay. Unbekannte Gruft. Okay, William Shaw. Und der. Ah. Nicht alle ausgewählten Personen stimmen. Nicht alle ausgewählten Personen stimmen. Achso, warte mal. Opfer von Blei. Buddelnder Riese. Das war William Shaw. Der war Archäologe. Gelehrter der Wege, der ist nichts. Dichter, der könnte sein. Nicht alle ausgewählten Personen stimmen.
Ja. Ich will dann noch mal gucken. Wer das da war? Einer muss Opfer von Blei. Geleiter der Wege. Typhus. Was da Richter? Nicht alle ausgewählten Personen stimmen. Nicht alle stimmen. Unbekannte Gruft. Da ist auch noch eine. Der Hinweis nennt nur 4 Personen. Packen wir den weg. Nehmen den rein. Nicht alle ausgewählten. Ach komm. Es ist die hier. Oh shit. Kate, mein liebes Kind. Ich weiß nicht, wann du das hier hören wirst, aber ich weiß, dass du eines Tages hier sein wirst. Mein Blut, mein Licht. Verdammt sei der Tag, da ich von dir gehen musste. Der Tod macht mir nichts aus, nur dass ich mich hier ließ mit ihm. Holmes. Sherlock. Nun, du musst verstehen, er ist ein ärgster Feind. Doch da er sich so gerne hinter der Maske seiner scheinbaren Moral versteht, würde er dich nie töten. Holmes, Holmes, Holmes. Er hat dich sicher niemals verstanden. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, du weintest nicht so oft, weil du ihn zum Vater hattest. Womöglich hat er wegen dir geweint. Sei bitte nicht betrübt, mein Kind. Ich starb durch ihn. Aber jetzt kennst du endlich die Wahrheit. Du bist meine Tochter. Du musst ab jetzt mein Werk fortführen. Folge meinem Weg und werde die Herrin des Bösen. Meine Kate, mein Fleisch. Vor den Augen von Holmes und der ganzen Welt. Kate Moriarty ist endlich da. Ah, also es ist... die Tochter von Professor Moriarty. Moriarty. Sie, Kate. Oh nein. Jetzt weiß sie alles. Aber warum musste sie es so erfahren? Und wo ist Kate? Die Dynamik eines Asteroiden. Ein Buch von Professor James Moriarty. Bei meinen Beobachtungen der Asteroidenbewegung mit meinem Teleskop habe ich 2 neue Sterne entdeckt, die ich Mirach und Atil genannt habe. Zusammen mit den anderen dunklen Sternen bilden sie ein wunderbares Sternbild, dessen Form mich an meine liebe Tochter Caitlin erinnert. Die junge Kate und ihr Vater. Moriarty. Ein äußerst präzise angefertigter Metallstern. Ach du Kackies. Von klein an ging ich eigene Bahn. Ich sah nicht so, wie andere sahen. Was mich ergriff zu Lust und Pein, das musste ungewöhnlich sein. Ich schöpfte Leid aus anderem Quell und klang mein Herz in Freude hell. War es Klang, den nie ein anderes gibt. Ich liebte, was nur ich geliebt. Im wilden Gärts Dämmerung, das Rätsel, das ich niemals löse, aus jedem tiefen Gut und Böse, aus Wildbach oder sanfter Quelle, aus eisenrotem Felsgefälle, aus Sonnenball, der mich umkreiste und wie leuchtende Herbstgold begleiste, aus Blitzes Donnerflug, der je vom Himmel niederschlug, aus Sturmwinds tollstem Orgelstück
und aus der Wolke draus mein Blick, wenn sonst auch der Himmel lachte, eines Dämons dunkle Form machte. Ah, ja, ja. Das ist eines von Kates Haarbändern. Kate traf ihren echten Vater. Ich muss Alice finden. Diesmal bringe ich sie zum Reden. Professor James Moriarty. Weil ich für ihn nicht innehielt, da hielt der Tod nun an für mich. Wir beide dann in seiner Kutsch und neben uns was ewiglich. Okay. Wow. Von der anderen Seite blockiert. Was? Alice! Akzeptieren Sie Ihren Tod. Aufmachen! Lassen Sie sie gehen! Kommen Sie zurück! Von der anderen Seite blockiert. Nicht aufgeben. Es muss einen anderen Weg geben. Oh shit. Kühlen Kopf bewahren, Sherlock. Nur so kommst du hier wieder raus. Ja, Sherlock bewahrt natürlich kühlen Kopf. Was denn sonst? Vielleicht durch das Grab? Ah, hier. Das muss eine Art Astronomie-Rätsel von Moriarty sein. Die Dunkel. Ja. So. Und zack. Ah, ne, warte mal. So, oben. Hier. 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 War das etwa falsch? So. Nee, nee, nee. Wo beginnt das? Ach komm. Ja, genau, ne? Und noch weiter runter, ernsthaft? Naja, so schnell wie möglich muss ich jetzt durch. Halte durch, Kate. Ich komme. So. Schnell aus der Gruft raus. Watson! Holmes, sie ist mir entkommen. Wohin ist sie gegangen? Wohin? Ich weiß es nicht. Sie sagte, dass sie eine Dame sehen muss. Eine Mrs. Destiny? Madam Destiny, das ist ein Boot. Was? Da drüben, Watson! Oh shit, schnell weg. Schnell weg. Sie hat Kate entführt! Nicht zu glauben. Sie ist wahnsinnig. Sie hat einen Raum für ihren toten Vater. Und Kate ist jetzt bei ihr. Schnell. Holmes rennen. Holmes. Nur dann lässt. Wir sind auf dem Boot! Schnell, Watson! So schnell rüber. Schnell hoch. Warten Sie hier, Watson. Kate! Kate! Wo bist du? Kate! Ich bin hier! Jetzt spring! Alice! Ich hab Angst! Ich weiß, aber es wird alles gut. Sieh!
Es brennt nicht! Komm schon! Kate! Oh Gott, nein! Bei Gott! Frag Watson! Mein Leben lang wurde ich belogen! Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Kate, ich kenne das Böse! Du hast ein gutes Herz, das weiß ich! Oh shit! Easy, würde ich mal sagen. Ja, er weiß. Nichts kann das Schicksal ändern. Hören Sie, er ließ zu, dass George Hurst Lord Marsh tötete, der sowieso an Tuberkulose gestorben wäre. In der Welt von Verbrechern kommt sowas vor. Ich habe dich anders erzogen. Du? Du hast mich weggeschickt. Wenn ich da bin, streiten wir nur. Du schämst dich wegen mir. Nein, es ist meine Schuld. Ich bin zu ungeduldig. Mein Vater war ganz genauso. Man kann dem Schicksal nicht entkommen. Die Rusko-Bande konnte es nicht. Holmes konnte ihren Mörder nicht entlarven. Der Tod war ihr Schicksal. Kate, hör nicht auf sie. Und Holmes wird auch getötet. Ich habe es vorhergesehen. Oh shit. Oder auch nicht. Vielleicht werde ich getötet. Das ist mein Risiko. Aber mein Beruf hilft, andere Leben zu retten. Wirklich? Und Sir Charles? Und Wild? Sie retten Leben? Nein! Sie nehmen sie! Du kannst mich auch nicht retten! Kate, du bist sicher bei mir! Ich beschütze dich, du bedeutest mir alles! Wie kannst du ihm trauen? Er hat deinen Vater umgebracht! Wie? Wie konntest du ihn nur töten? Es hieß entweder er oder ich. Ich hatte keine Wahl, Kate. Siehst du? Alles vorherbestimmt. Denk an die Zeichen. Unser Treffen. Die Zeremonie. Kate, nein, nein. Wie kann das plötzlich mehr für dich bedeuten als deine Kindheit? Siehst du, es ist Zeit. Auf ins nächste Leben. Wer würde schon die mumifizierten Überreste seines Vaters aufbewahren? Sie ist verrückt. Das ist mir egal. Ich gehöre nirgendwo hin. Nein, Kate, ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Vater! Ich weiß nicht, was ich mache. Hilf mir! Sie war die Tochter des Teufels. Hierher! Schnell! Das Boot geht unter!
Oh shit. Vater, es tut mir leid. Mir auch, Kate. Okay. Diesmal mache ich eine ziemlich längere Folge, weil es einfach das Finale ist, ja. Und ja. Okay. Das war jetzt Sherlock Holmes and the Devil's Daughter. Ich werde das nur den Abspann noch laufen lassen, ja. Einfach als Anerkennung der Entwickler oder als, ja, keine Ahnung, als, weil das ist dann irgendwie, also als Respekt sozusagen an den Entwickler, die ein neues schönes Spiel ja gemacht haben. Ja. Big Bang, nicht Big Bang, Big Bang intergalaktisch. Und da seht ihr nochmal, wer was gemacht hat. Ja. Ja, würde ich gleich sagen, das war's dann auch. Ja, das war's. Bis dann und ciao, Leute.